Hallo von Bravo Schatzsuchen. So, ich möchte euch wieder ein neues Buch vorstellen. Eine neue Schnitzeljagd. Und zwar das Thema Meerjungfrauen. Das gibt es in unterschiedlichen Altersklassen. Ich blättere einmal durch. Das ist jetzt das für 8 Jahre. Zack, zack. Und ich stelle es noch im Detail vor. So, vorstellen tue ich das für 6 Jahre. So, mir jetzt wird schon wieder das Gleiche. Und zwar gibt es Einladungen. Das ist, mein Hund hat leider die Einladungen schon ein bisschen mitgespielt. Einladungen für 8 Kinder in dem Buch. Wenn Sie mehr brauchen, ist das überhaupt kein Thema. Sie können alle Materialien auch für jedes Kind noch als PDF haben. Das ist einfach Service, damit alles beliebig erweiterbar ist. Die Einladungen so circa 2 Wochen bevor die Feier beginnt, verschicken. Genau, wenn Sie auch möchten, ich personalisiere auch gerne, also bitte mich einfach nur anschreiben, bravo-birgit@gmx.at bzw. www.schatzsuchen.at. So, dann steigt man mit der Geschichte ein. So, die Geschichte, geht es praktisch um eine Meerjungfrau. Und sie findet ebenso ein magisches Armband. Und das Armband ist halt dann verschwunden. Und die Kinder sollen halt dieser Meerjungfrau helfen, das Armband wiederzufinden, weil genau dieses Armband führt zu einem Schatz. Und nur der kleine Delfin Henry weiß etwas über das Armband. Und die Kinder erfahren diesen Hinweis eben mit dem, es werden Zuckerl gestreut. Das finde ich immer, das kommt immer extrem gut an bei den Kindern. Da werden so kleine Banderolen rundherum und bei den größeren Kindern schreibt man einfach die Buchstaben vom nächsten Ort drauf. Ich nehme jetzt einmal ganz ein einfaches Wort, Garten. Da schreibt man G-A, also oder mehrere Buchstaben auf ein Zuckerl drauf. Die restlichen Zuckerl haben nichts oben. Kinder sortieren eben diese zusammen, bringen sie in die richtigen Reihenfolge und wissen, wo sie hin müssen. Bei den kleineren Kindern ist es super, weil man einfach ganz viele verschiedene Symbole drauf zeichnet, so wie an Baum oder typische Dinge, was man halt im Garten hat, wo die Kinder es dann wissen. Oder wenn es im Schlafzimmer versteckt ist, dann Bett und Polster. Genau, da genügt es dann auch noch, wenn so 2 Zuckerl beschriftet sind und der restliche, weil dann macht den Kleinen dann viel Spaß, wenn die alle suchen müssen und da ist nichts und da ist nichts und da, ich habe was gefunden. Genau. So, dann geht es weiter zum Henry. Der Delfin Henry, der begrüßt sie einmal mit einem, das ist so ein kleines Poster. Und der Henry freut sich halt, der freut sich, dass sie das Armband, genau, dass sie das Armband finden wollen. Und weil die Kinder so mutig sind, bekommt jeder von ihnen, von ihm jetzt das Armband. Und das ist so ein Papierschmuck. Sie können das auch in verschiedenen Größen anfordern, aber normalerweise ist das so eine gängige Größe, da ist eben die Meerjungfrau drauf. Das wird eben hier so eingeschnitten, seitlich, zack. Genau, und dann haben halt die Kinder mit das Armband mit auf die Schatzsuche. So, und die nächste Station, die wird eben hier eingetragen. Bei kleineren Kindern einfach Symbole zeichnen. Oder eben Hinweise geben. Das ist praktisch diese Station mit dem Getränk. So, der Delfin, der Henry, ist in voller Begeisterung, dass sie schon so weit gekommen sind. Und jetzt möchte er mit ihnen auch anstoßen und dann weist er die Kinder darauf hin, dass sie eben, zack, so, die Banderolen rumgewickelt. Dass, ob die Kinder diese bunten Farben und diese Buchstaben drauf bemerkt haben und sie sollen sie in die richtige Reihenfolge bringen. So, als kleiner Tipp ist halt dann auch, damit es nicht zu kompliziert wird, die richtigen Farben der Regenbogen anordnen und dann werden halt die Kinder feststellen. So, zack, 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 dass das Wort Flasche heißt. Dieser Becher, also dieses Zeichen, das ist auch öfters vorhanden, das ist, wenn mehr Kinder auf der Party sind, weil es sind jetzt insgesamt 8 Etiketten, also 7 für die Flasche und ein Blanko, das was jetzt keinen Einfluss hat.
Genau, können aber auch drei Blanko-Etiketten sein, wenn jetzt zum Beispiel, also noch drei dazu, ist aber schon 10 Kinder oder was. So, gut. Dann haben sie eben gemerkt, dass das Wort Flasche ist und da müssen sie schauen, wo irgendwo eine Flasche zu finden ist. So, das wäre dann die nächste Station, das wäre das Flaschendrehen. So, da gibt es dann verschiedene Aufgaben für genau, Thema Meerjungfrau. Wenn jetzt Aufgaben dabei sind, die was für die Kleineren nicht dabei sind oder die was eben die Kinder noch nicht erledigen können, dann einfach einen nächsten Zettel ziehen. Es sind 2 A4 Seiten voller Aufgaben, beziehungsweise wenn sie noch welche brauchen, einfach schreiben, schicke ich noch welche. Und eine Karte, und so ein Zettel ist eben die Schatzkarte ist. Und hier drückt man den Ort ein auf die Schatzkarte. Dann müssen diese Kinder die eben den finden. So, das wäre dann dieses hier. Genau. Und da wird auch dann hingewiesen, dass es auch ein, dass das Flaschendrehen ein Hinweis auf die Schatzkarte ist. Die schaut dann so aus. Da gibt es dann Medaillen dazu und auf der Rückseite ist dann das Diplom, das, was sie dann am Ende ausfüllen lassen, wann sie das alles erfolgreich gemeistert haben. So, dann kommen sie zu Rätsel Nummer 1. Da müssen sie durch ein Labyrinth. Das ist eben für die kleineren Kinder. Dann habe ich es erst gelogen, dann ist es das Buch mit 5 Jahren, weil mit 6 Jahren ist ein schwierigeres. Das Rätsel gibt es auch auf größer, damit es leichter ist, wenn sie es alle gemeinsam lösen. Dann kommt noch ein Rätsel. Da ist ein gefährlicher Haifisch und sie müssen eben herausfinden, welcher Haifisch auf diesem Ganzen anders aussieht als die anderen. Dann geht es weiter zur nächsten Station. Da sehen sie dann schon ganz nahe dem Ziel. Und sie müssen den in einem bestimmten Bewegungscode gehen, weil der Teil eben so schwierig ist. Das ist so wie dieses Twister, da wo sie eben diese Kombination machen müssen. Sie können auch diese Zettel noch anfordern. Sie können, je nachdem, wenn ältere Kinder sind, können sie den Weg beliebig vergrößern, bei kleineren Kindern verkleinern. Dann kommen sie eben zu einem Memory-Spiel. Zack. So, und da ist eine Karte. Die ist anders, die hat keine Partnerkarte nicht. Die hat ein Symbol drauf. Und die Kinder müssen eben dann die Station finden mit dem Symbol. So, und zwar, da ist eben diese Stationskarte. Also zuerst finden sie die Stationskarte noch. Und hier ist eben diese Dame auch mit dem Symbol oben. Aber da erfahren sie eben, dass sie es geschafft haben. Und dass es ein Buch gibt, was sie an der Station jetzt finden müssen, das können sie eben nur mehr an der Station verstecken oder auch nicht. Das ist so ein Buchaufkleber, was man raufgibt. Und hier steht eben dann, genau, also bei den Älteren steht eben, dass sie auf der Seite 15 plus 5 nachschauen sollen. Und das wird eben dann dort eingelegt und da ist dann den Schatz, findet ihr. Und dann wissen die Kinder, wo der Schatz ist. So. Und dann ist das Spiel vorbei. Schatz gefunden, Diplom eintragen lassen. Was es auch noch gibt, ist eine Malvorlage. Die habe ich auch in verschiedenen Designs. Also wer noch andere Designs möchte, auch einfach anschreiben. Und es gibt auch dieses Thema mit dem Armband in verschiedenen Varianten. Also es gibt mit Einhorn, Hexen, Dino, Regenbogen und noch viele andere Themen. Das sind jetzt eben gerade nur die aktuelleren Bücher, was ich gerade noch da habe. Genau. Und ich wünsche viel Freude beim Umsetzen.